Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV Wissen. Ich bin bei Continental zu Gast in Alzenau. Das Oberthema ist Sicherheit und heute geht es um den Fußgängerschutz. Mein Experte heute, hallo, ist der Heinz Weiler. Und Heinz, was machst du bei Continental? Ich bin Entwicklungsingenieur bei der Entwicklung der Rückhaltesysteme für die Insassen und für den Fußgängerschutz. Also genau unser Mann, Heinz, sorgt im Prinzip dafür, dass wenn ihr mal zu Fuß unterwegs seid und jemand halbblind durch die Gegend fährt und euch ummäht, dass es euch dann möglichst gut ergeht bei so einem Unfall. Richtig? Richtig. Das ist keine Kanone, aber so ähnlich. Erklär mal, was ich hier sehe. Gut, das ist ein Roboterarm, der praktisch Testkörper auf die Testobjekte beschleunigt und dann diese Testobjekte wieder den Testkörper bewerten können. Mit anderen Worten, wir nehmen einen Kopf, der ist ja hier schon montiert, oder wir nehmen ein Bein, wie es hier auf dem Tisch liegt, und pflanzen es auf dem Roboterarm auf. Der kann es sehr stark beschleunigen und lässt es dann los. Und dann fliegt es. Die schießen hier mit Köpfen. Die schießen hier echt mit Köpfen, Beinen und, wie ich gelernt habe, Vögel. Mit Hühnern, ja genau. Hühnern. Wie man doch sieht. Gut, aber das Ganze soll natürlich hier ernsthaft bleiben und wir wollen alle ein bisschen was lernen. Das ist quasi seine Munition. Ne? Richtig. Lass uns mal den Kopf damit anfangen. Okay. Finde ich ganz lustig. Kannst du mal heben? 4,5 Kilo. Sieht aus wie eine Bowlingkugel. Ich habe einen kleinen Kopf, ne? Passt ja, aber, oder? Die Kappe passt, würde ich sagen. Ach so, stimmt. Können wir immer machen. Also das ist schon, hat schon was von Kopf hier. Ja. Ich weiß nicht, wie schwer mein Kopf ist. Ja, 4,5 Kilo. Morgens immer schwerer als abends, das weiß ich. Okay, diesen Kopf nimmst du jetzt quasi und schnallst ihn auf die Maschine, richtig? Richtig, also hier ist jetzt einer fest angebracht, der andere wäre praktisch nur aufgepflanzt. Da. Und wie man am langen Kabel schon sieht, kann man ihn dann auch loslassen. Und dann schießt ihr den da raus? Der wird beschleunigt und dann fliegt er wie ein Fußball auf das Teil, das wir testen wollen. Beschleunigt ist Ingenieursdeutsch für wir schießen den da raus. Okay, ihr macht das natürlich nicht zum Spaß. Also wenn ich hier arbeiten würde, ich immer sagen, Heinz, mach doch mal Mittagspause. Ich pass schon auf, ich schieße mal ein paar Köpfe. Aber ihr macht das nicht zum Spaß, sondern wofür ist das gut? Also die Köpfe werden gegen Teile geschossen, die nachgiebig sein sollen, damit man sich eben nicht den Kopf anstößt, wenn man auf dem Teil auftrifft im Unfall. Also zum Beispiel eine Windschutzscheibe. Zum Beispiel eine Windschutzscheibe, Beispiel eine Motorhaube, kann aber auch im Fahrzeuginnenraum genutzt werden für die Dachholme, für die Seitenholme und so weiter. Okay. Wir gehen gleich weiter, Kinder, in nur einer Sicherheitsfrage. Das sind zwei Beine, nehme ich kurz vorweg. Wir haben hier zwei Beine und einen Kopf. Warum nimmst du nicht einen ganzen Dummy? Damit man die Stelle, die man testen will, auch wirklich trifft. Ein ganzer Dummy würde irgendwie übers Fahrzeug fallen, es wäre eine Kombiprüfung. Die Stelle, die man wirklich untersuchen will, nicht wirklich genau trifft. Deswegen nimmt man Teile, die eben genau diese Stelle reproduzierbar treffen können, damit man eben dieses Bauteil auch einschätzen kann. Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, ich nehme den Kopf, weil ich will wissen, wie der Kopf in der Scheibe einschlägt und mich interessiert weniger, was der Rest vom Dummy macht, weil der Kopf ist das Wichtigste. Richtig. Zumindest bei mir. Ne? Gut, zwei Beine haben wir hier. Warum haben wir zwei Beine und warum sehen die so unterschiedlich aus? Also das sind auch zwei verschiedene Zwecke für die Beine. Dieses Bein wird praktisch soll das komplette Bein simulieren mit aller Flexibilität, die da ist. Man sieht hier auch Stahlseile, die durchlaufen, sehr, sehr viele Gelenke. Das kann sich sozusagen so... Ist das hier ein Kreuzband? Das ist oder das Knie, ja genau. Man sieht auch im Kreuz gibt es auch die Stahlseile im Knie. Soll eben das möglichst die Beweglichkeit eines Beins nachstellen. Wenn das richtige Gewicht für ein Bein ist, verstehe ich, warum ich so Probleme mit dem Laufen habe. Man hat ja ganz schön Gewicht in den Beinen, ne? Was wiegt so ein Ding? So circa 14 Kilo, ja. Und das ist dann lebensnah, nehme ich mal an, ne? Die Testkörper sind ja jahrelang vorher entwickelt worden durch die Dummy-Labore und die Wissenschaftler, die im Prinzip im Hintergrund ja die Verletzungsmechanismen in der realen Welt haben, sollen also nachher abbilden in ihren Testsignalen, was die Verletzung in der realen Welt eben hervorrufen würde. Mit diesen Messwerten schätzen wir dann eben das Verletzungspotenzial rückwirkend wieder ein. Okay. Warum sieht das Bein jetzt so anders aus wie das? Weil dieses nicht da ist, um festzustellen, wie man verletzt würde.
sondern dieses ist praktisch nur ein Testkörper, der einen Sensor... Ruhig, Heinz. Ja, ein Sensor? Ein Sensorsignal erzeugt, das in etwa dem Aufprall eines Insassen entsprechen würde. Dieses Sensorsignal wird für bestimmte Anwendungen dann gebraucht, die sozusagen bedarfsgerecht ausgelöst werden. Das heißt, wenn das Fahrzeugteil nicht nachgiebig ist, dann wird es bewegt. Und dafür braucht es aber eine Auslösung dieser Bewegung. Und die hat wiederum einen Sensor. Das heißt, dieser Spine ist nur dafür da, Sensorsignale zu erzeugen. Dieses Bein ist dafür da, Fahrzeugteile zu bewerten. Und jetzt, das ist ein bisschen leichter. Wie schießt ihr das jetzt? Auch so nach vorne? Also es ist mit Absicht leichter, weil der Sensor soll ja auch sehr leichte, sozusagen Teenager, auch entdecken. Deswegen ist dieses leichter. Okay. Deine Frage war aber, wir schießen es auch mit derselben Geschwindigkeit wie dieses, also 40 km/h, weil es in ähnliche Unfallszenarien eingreifen soll. Aber nicht so? Nein, natürlich, sage ich, simuliert am Fahrzeug eine Stellung, so eine Schrittstellung, seitlich. Ja? Ah, okay. Ja. Ja? Gut. Und 40 km/h, also weil das Auto steht und in der Regel bewegt sich das Auto mit 40 km/h auf den Fußgänger zu. Das sollte nicht passieren, aber wenn, dann meistens so. Ja, also man sagt natürlich, wenn es noch schneller den Fußgänger umfährt, dann wird er wahrscheinlich sogar übers Auto drüber fliegen. Das heißt, das Auto kann ihn eh nicht mehr so retten. Mhm. Und wenn es wesentlich langsamer ist, dann ist es eher ein uninteressantes Unfallgeschehen. Das heißt, so zwischen, ich sag mal, 25 bis 40 km/h ist es eher interessant, das Auto fußgängergerecht auszulegen. Ja. Dann noch ergänzend, hatten wir uns vorher darüber unterhalten, das ist jetzt das Skelett und hier ist die Haut. Ne? Haben wir extra noch dazu geholt. Die Haut geht ums Bein genauso wie hier. Jetzt abschließende Frage zu den Flugobjekten. Ihr spielt Angry Birds, warum? Auch das ist für einen Sensor, man möchte ja die bedarfsgerechte Aktivierung nicht immer, sage ich mal, bei jedem kleinen Anprall haben. Das heißt, wenn einem Hase oder irgendwas fürs Auto rennt, möchte man ja nicht unbedingt, dass eine Motorhaube zum Beispiel hochpoppt. Nee, das möchte man nicht bei so einem Hasen. Okay. Ja, das heißt, das ist eigentlich nur dafür da, zu sagen, okay, dieses Sensorsignal soll nicht zu einer Aktivierung führen. Wir beschießen, aber geht auch nicht so viel kaputt mit so einem Hasen. Oder im Hühnchen. Okay. Eigentlich hast du alles schon gesagt. Ich fasse noch mal zusammen. Ihr habt ein Gewehr. Nein. Ihr habt eine Anlage, mit der könnt ihr verschiedene Gegenstände auf Autos zubeschleunigen oder auf Fahrzeugteile auch, um rauszufinden, auf der einen Seite, was kann das Teil vom Fahrzeug, auf der anderen Seite, was wird beschädigt bei der Person. Und um die Schäden möglichst zu minimieren, macht ihr das möglichst oft, um ein positives Ergebnis zu kriegen für den Fußgänger. Richtig. Also basierend auf den Ergebnissen werden natürlich die Fahrzeugteile dann geändert. Ja. Wie oft schießt ihr am Tag? Also die Anlage ist ja ständig in Betrieb. Das heißt, sie wird etwa, sagen wir, 5-6 Schüsse am Tag haben. Okay. Ja, je nach Testart auch. Ja, es gibt auch Testarten wesentlich öfter, die einfacher zu rüsten sind. Andere Testarten eben 5-6 Mal. Gut. Heinz, jetzt eine kleine Überraschung. Meine Zuschauer werden unter diesem Clip schreiben, nicht geschossen, ihr seid so doof, voll langweilig. Kann ich sagen, der erste Zuschauer, der sein Fahrzeug hier vorstellig bringt mit mir, Fahrzeug darf maximal 3 Jahre alt sein, das beschießen wir dann auch? Da müssen wir mal unsere Anlage fragen. Ich denke, das wäre möglich. Ja. Gut, ihr könnt euch also gerne bewerben bei Ausfahrt TV, wenn ihr euer Auto beschossen haben wollt. Ihr könnt es euch aussuchen. Wir haben Hühner, Köpfe und Beine im Angebot. Ich muss allerdings dazu sagen, das Auto ist nachher nicht mehr heil. Heinz, ich bedanke mich bei dir. War sehr anschaulich. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage wie immer, tschüss, bis dann, euer Jan.